herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich möchte damit die Erinnerung an Michael Wüst wachhalten, der im Juli 2015 viel zu früh sterben musste und dennoch so viel mit seiner Aknekultur erreichen wollte. Ich werde euch ein bisschen zur Aknekultur erzählen und wer dieses Thema auch so spannend findet wie ich, der findet auf YouTube und im Netz noch mehr Berichte und Interviews und kann dann ganz einfach mit seinen eigenen Experimenten beginnen. Aknekultur, das Wortspiel aus Agnihotra und Perma bzw. Elektrokultur, steht für die Kombination bekannter und bewährter Techniken zu einem harmonischen Gesamtbild mit großartigen Ernteerfolgen. Sie wurde von Michael Wüst ins Leben gerufen, um jedem zu ermöglichen, mit minimalem Aufwand maximale Erfolge beim Gärtnern zu erzielen. Denn dass der Anbau der eigenen Lebensmittel der erste Schritt in die Freiheit ist, ist ja nun mittlerweile kein Geheimnis mehr. So ganz als Nebeneffekt hat sich gezeigt, dass man damit auch die eigene Gesundheit verbessern kann, das Umfeld, Elektrosmog mindern oder gar neutralisieren und noch so einiges mehr. Aknekultur säubert vergiftete Böden und die Atmosphäre, beschert Rekordernten, schnelleres Wachstum sowie eine Qualität, die besser ist als Bio. Aknekultur ist ein System, Pflanzen schnell, groß und gesund wachsen zu lassen, mit mehr als beeindruckenden Resultaten. Aknekultur kombiniert Wissen und Erfahrungen aus Permakultur, Agnihotra, Elektrokultur, Pyramidenforschung und anderen erprobten Techniken. Aknekultur kann für das Anlegen eines Blumentopfes ebenso genutzt werden wie die Gestaltung eines großen Landgutes. Aknekultur beschleunigt die Entgiftung der Böden und der Atmosphäre sowie das Pflanzenwachstum zu einem Maximum. Aknekultur ist simpel und einfach zu lernen. Kein Geldbeutel ist zu schmal und kein Garten zu klein, um eine Aknekultur anzulegen. Aknekultur ist ein fortwährender Prozess, bei dem Kooperation und Weiterentwicklung im Vordergrund stehen. Aknekultur ist ein großer Schritt in die Freiheit, dadurch, dass man sein eigenes gesundes Essen wachsen lässt. Und Aknekultur verbindet Menschen rund um die Welt. Ein Aknekulturgarten ist ein großer Schritt in die persönliche Freiheit, das selbst angebaute Lebensmittel Geldverkehr und somit die Banken außen vor lassen. Ferner sind Früchte, Gemüse und alle anderen Pflanzen aus einem Aknekulturgarten qualitativ so hochwertig, dass man endlich wieder von Gesundheit aus dem Garten reden kann. Orga-Urkult ist in den 30er Jahren entstanden und anscheinend an der schon aus dem 18. Jahrhundert bekannten Elektrokultur orientiert. Die Elektrokultur wurde bereits in Deutschland im 18. Jahrhundert verwandt, sowie auch in Frankreich. Jedoch wurde hierzulande jede Spur der Elektrokultur noch besser beseitigt, als das in Frankreich der Fall war. So ist es den wenigsten Menschen hierzulande bekannt, dass es tatsächlich hunderte, wenn nicht gar tausende Aufzeichnungen zur Elektrokultur aus dem 18. Jahrhundert in Deutsch gibt. Orga-Urkult und das französische Gegenstück Elektrokultur sind sich im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Beide Systeme arbeiten mit Stahldrähten im Boden, welche auf der magnetischen Nord-Süd-Achse des Planeten ausgerichtet sind. Das Grundprinzip ist ebenso einfach wie wirkungsvoll. Das Anlegen einer Elektrokultur ist sehr einfach, aber unglaublich effektiv. Dies dürfte wohl der Hauptgrund sein, dass man sich so viel Mühe gegeben hat, jegliche Spuren der Elektrokultur in Europa zu verwischen. Auch heute taucht wieder mehr und mehr Gegenwind im Netz auf, wobei gerne die erfolglosen, oft nicht nachvollziehbaren Versuche angeführt werden und die erfolgreichen Tests geflissentlich verschwiegen werden. Aus eigenen Versuchen der letzten Jahre wusste Michael Wüst, dass die Elektrokultur funktioniert, bei ihm immer und bei allen Versuchen. Ob Kritiker selbst etwas ausprobiert haben, ist nur schwer nachvollziehbar und wie immer eher unwahrscheinlich. Die wohl älteste Variante der Elektrokultur dürfte das Einbringen von Stahldrähten in den Boden sein, welche an der Nord-Süd-Achse ausgerichtet sind und mit einer Magnetantenne verbunden sind. Eine Magnetantenne ist hier ein Stahlstab, der wie ein Blitzableiter hoch aus dem Boden emporragt und an seiner Spitze mit vielen langen Dornen ausgestattet ist, vergleichbar mit einer Kaminkehrerbürste. Dieser Blitzableiter ist mit den Drähten im Boden verbunden und ragt so hoch als irgend möglich in den Himmel auf. Ein weiterer Ansatz ist, diesen Blitzableiter durch am Draht angebrachte Ferritmagnete oder auf Ferritmagneten basierende Apparate zu ersetzen. Davon ausgehend, dass es vor 100 und mehr Jahren noch nicht sehr einfach war, an Neodym-Magnete zu kommen, dürften zu dieser Zeit das Mittel der Wahl die guten alten schwarzen Ferritmagnete gewesen sein. Ob jeder Draht oder mehrere Drähte, die miteinander verbunden waren, mit je einem Magneten ausgestattet waren, dürfte recht unerheblich gewesen sein, da es hier nicht auf die Stärke des Magnetfeldes anzukommen scheint.
Versuche mit Neodym-Magneten haben eher negative Ergebnisse erzielt und waren Ferritmagnete im Einsatz, waren schnell positive Effekte zu beobachten. Michael Wüst arbeitete in seinen Versuchen mit 2 bis 5 mm starken verzinkten Stahldraht. Diesen brachte er 5 bis 10 cm tief in den Boden ein. Bei Installationen auf Feldern, die mit Maschinen bearbeitet werden, nutzte er eine von Yannick van Doorne konstruierte Maschine, um die Drähte so tief zu verlegen, dass kein Bodenbearbeitungsgerät diese mehr berühren kann, also 50 bis 80 cm tief. Die Ausrichtung der Drähte wird mit dem Kompass vorgenommen und ist immer an der Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Nachgewiesene Resultate sind schnelleres Keimen, schnelleres Wachstum der Pflanzen, geringerer Unkrautanteil, geringerer Wasserbedarf, geringere Frostempfindlichkeit, höhere Qualität der Früchte, Ertragssteigerung von wenigstens 50%, meist aber 100% und mehr. Nach dem Lesen von unzähligen Veröffentlichungen zu dem Thema Elektrokultur in Deutsch und Französisch kann man sich schwer dem Eindruck erwehren, dass es sich hier wieder einmal um eine Technik handelt, die systematisch schlecht geredet und unterminiert wird. Speziell, wenn man eigene Versuche im Garten angestellt hat und teils faszinierende Ergebnisse erzielt, sind alle Kommentare und Kritiken an der Technik nur noch schwer nachzuvollziehen. Zumal es sich hier nicht um irgendwelche Hirngespinste einiger weniger Leute handelt, sondern nachvollziehbar hunderte Hektar solcher Kulturen angelegt wurden. Und das seit Jahrhunderten und rund um die ganze Welt. Justine Christophe Loh sei hier als ein Paradebeispiel angeführt. Und wenn man sich die Größe und Finanzkraft der Agrar- und Chemieindustrie anschaut, die jedes Jahr Abermilliarden Euros und Dollar mit dem Verkauf von Produkten und Maschinen verdient, welche eigentlich überhaupt nicht notwendig sind, fällt es nicht schwer zu verstehen, woher denn der Gegenwind weht. Auch die müßige Diskussion um höhere Erträge, hungernde Kinder in Afrika und Überbevölkerung halten selbst simpelsten Rechenbeispielen nicht statt. Alleine der Mythos Überbevölkerung ist kinderleicht zu widerlegen. Wobei dazu gesagt werden muss, dass dazu auch ein Ende des Einflusses der Banken und Industrie nötig wäre, denn diese sind die letzten, welche an einer sich selber tragenden Gesellschaft ein Interesse haben. Und mit den Unmengen an Geld, welche mit dem Verkauf von Gift und unnötigen Produkten verdient werden, fällt es leicht, Politiker zu kaufen und Gesetze so zu formulieren, wie es denn den eigenen Interessen entspricht. Hier als äußerst aufschlussreicher Vortrag sei Jörg Bergstedts Bericht über die Seilschaften von Industrie und Politik genannt. Und die Frage, warum es ausgerechnet Gifte, schädliche Strahlung und andere Tödlichkeiten sein müssen, die da als gut dargestellt und verkauft werden, wo es ja bewiesenermaßen auch anders ginge, mal außen vorgelassen. Ein weiteres und vielleicht das wichtigste Element der Elektrokultur ist der Paramagnetismus im Boden. Paramagnetisch ist etwas, das sich an einem Magnetfeld zwar ausrichtet, aber selber nicht magnetisch wird. Dieses wäre dann schon ferromagnetisch. Es gibt dazu ein sehr gutes Buch von Callahan und es gibt Basaltmehle, die nicht nur durch ihre Zusammensetzung dem Boden sehr zuträglich sind, sondern auch durch deren starke Erhöhung des Paramagnetismus im Boden. Dieser wiederum kann mit dem PCSM, dem Callahanschen Soilmeter, bestimmt werden. Messungen können natürlich auch vor Ort bei Ihnen im Garten oder auf dem Acker vorgenommen werden. Das Gerät ist klein und transportabel. Generell sind es anscheinend eher magnetische Kräfte, die Einfluss auf Pflanzen haben, als alles andere. Denn wenn Pflanzen in Quarzsand ohne Wasser oder auf Bahnschienenschotter, wo die Wurzeln in der Luft hängen, wachsen können, so ist es unwahrscheinlich, dass die Nährstoffe im Boden ausschlaggebend für Größe, Qualität und Gesundheit der Pflanze sind. Im Jahr 1912 gab es in Frankreich den ersten internationalen Kongress zur Elektrokultur und auch Berichte zur Elektrokultur aus Deutschland schon vor 1911. Sie entstand dort im 17. Jahrhundert und schon in den Jahren 1850 bis 1920 wurden im französischen Sprachraum tausende Artikel und Berichte zu diesem Thema in verschiedensten Publikationen veröffentlicht. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu einer der vielen Online-Bibliotheken mit Material zu diesem Thema. Es beschäftigten sich zahlreiche Forscher in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern sowie verschiedene landwirtschaftliche Institute mit Elektrokultur und hofften, sie zur Steigerung von landwirtschaftlichen Erträgen nutzen zu können. Wie bekannt und verbreitet die Forschungen zur Elektrokultur waren, zeigen Beispiele wie der erste internationale Kongress zur Elektrokultur, der bereits 1912 in Reims, Frankreich, abgehalten wurde. Aus dem Jahr 1926 stammt der folgende hier zitierte historische Zeitungsartikel der Wiener Landwirtschaftlichen Zeitung.
Die Ernte der Zukunft. Der Landwirt Hans Wölleke hat die Grundidee des Erfinders Justin Christophe Beau aus der Normandie aufgegriffen und durch seine Tatkraft ungeahnte Erfolge im Gartenbau erzielt. Viele werden den Kopf schütteln und lächeln, und doch sah ich auf meiner Reise 1925 bei ihm sein Versuchsfeld mit vorher nie gesehenen Apparaten besetzt. Auf meine Frage antwortete man mir, die Felder werden elektrisch gedüngt. Da ich großes Interesse zeigte, führte mich Herr Wölleke durch seine Kulturen. Ich sah Karotten von 2 Kilo das Stück, mit dem Kraut 1,40 Meter hoch, die Rübe ohne Kraut gemessen 66 cm lang, ferner Sellerie von 1,12 Meter, rote Rüben von 56 cm Länge. Die Kartoffeln hatten 2,20 Meter hohe Stauden, ihre Zahl pro Staude betrug 30 bis 35 mit einem mittleren Knollengewicht von 0,5 bis 1 Kilogramm. Auf einer Wiese, die weder gedüngt noch bewässert, sondern nur mit Elektroterroapparaten behandelt wurde, sah ich Gras von 1,80 Meter Höhe, während das Unbehandelte fast ganz trocken war. Die Versuche wurden von verschiedenen Fachmännern als durchaus gelungen bezeichnet. Ein einfacher Apparat mit selbst erzeugtem Strom setzt die Pflanzen in die Lage, die zu ihrem Wachstum erforderlichen Nahrungsstoffe in erhöhtem Maß aufzunehmen. Der in Deutschland bekannte Orga-Urkult, Erdmagnetokultur oder das Erdmagnetoverfahren ist eine Idee vom deutschen Politiker und Schriftsteller Gustav Winter zur Ertragssteigerung in der Landwirtschaft, die in den 30er Jahren propagiert wurde. Zufolge Gustav Winter kommt es in der Umgebung von in Nord nach Süd verlaufenden Eisenbahnschienen oder Stahltreten zu einem verstärkten Wachstum von Pflanzen. Auch hier ist die Anlehnung an die klassische Elektrokultur deutlich. Wie so oft nahm auch er seine Geheimnisse über den genauen Aufbau seiner Beete, mit denen er angeblich sagenhafte Wachstumssteigerungen erreicht hat, mit ins Grab. Die Elektrokultur wird derzeit speziell in Frankreich und Deutschland wiederbelebt. In Frankreich wurden bereits auf Versuchsfeldern im Raum Straßburg im Jahr 2009 Wachstumsdifferenzen von Weißkohl festgestellt. Im Gegensatz zum Vorjahr waren die Kohlköpfe mehr als doppelt so groß. Leider sind auch diese Versuche nur bedingt dokumentiert und die Versuche von vielen Privatpersonen nur bedingt als Referenz verwertbar. Trotzdem ist die Tendenz der Elektrokultur als positiv zu bewerten, da Ergebnisse wie verringerter Wasserbedarf, verlängerte Nutzungsperiode und gesteigertes Wachstum sich in fast allen Bereichen zur Elektrokultur wiederfinden lassen. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass Zoe Wüst die Arbeit ihres Mannes Michael Wüst in seinem Sinne weiterführt. Über sie kann man auch heute noch Agni-Keramik und einiges mehr kaufen, was ich persönlich nur empfehlen kann. Wir selbst besitzen die kleinen Wassereier, um unser Trinkwasser zu beleben. Nach den ersten Litern konnte ich merken, wie meine Nieren plötzlich wieder viel stärker gearbeitet haben und ich, die ich oft das Trinken vergesse, komme nun täglich auf gut 2 Liter. Auch spannend ist der Blähton, der mit Agni-Hotra-Asche gebrannt wurde und den man günstig kaufen kann. Man kann ihn entweder in seine Blumentöpfe geben oder wie ich in einen Kissenbezug füllen, um das Ganze dann auf Körperstellen zu legen, die Schmerzen bereiten. Dies sollte man aber maximal 5 Minuten machen. Als ich das Kissen länger aufgelegt hatte, bekam ich einen stark metallischen Geschmack im Mund, was ein klares Zeichen für Entgiften ist. Und irgendwann, in absehbarer Zeit, werden wir auch das große Wasserei besitzen. Wie sich die Struktur des Wassers darin verändert, hat Michael Wüst in seinem letzten Post auf Facebook kurz vor seinem Tod gezeigt.